Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, heute seht ihr mal die Hände aus einer anderen Perspektive, weil heute geht es nicht um die Anleitung. Ich stricke hier nebenbei gerade das Rosenrot weiter. Da wisst ihr ungefähr, wann ich das jetzt gerade aufnehme. So, es geht darum, ich hatte eigentlich für dieses Jahr ein Jahresprojekt geplant. Aber ihr wisst ja, manchmal kommt das Leben anders, als man denkt. Und deswegen wird es aus diesem Jahresprojekt dieses Jahr leider nichts, weil wir haben jetzt schon Ende April, also das Jahr ist schon, naja, fast zur Hälfte um und damit ist das Jahresprojekt Geschichte. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das wäre dann vielleicht eine Idee für nächstes Jahr. Wenn ihr dann noch bei mir seid, man weiß es ja immer nicht, vielleicht habt ihr ja irgendwann die Lust an mir verloren. Als kleinen Ausgleich, damit wir den Sommer gut rumkriegen, ohne Jahresprojekt jetzt so, sondern so ein kleines Ding für zwischendurch, hättet ihr Lust an einem Mystery? Das ist so ein Gedankengang, der ging mir jetzt so durch den Kopf, dass wir ein Mystery machen könnten. Für die, die es nicht wissen, ein Mystery ist, ich sag euch nicht, was wir machen. Wir machen was, aber ich sage euch nicht was. Ich sage euch, was ihr braucht. Und dann gibt es in regelmäßigen Abständen ein Video, wo ich euch immer noch nicht verrate, was wir machen. Ihr macht einfach. Ihr habt dann die Materialien, das kriegt ihr aus dem ersten Video raus. Da sage ich euch, was ihr braucht und wie viel. Weil ich bereite natürlich das Mystery dann vor und habe es dann auch schon. Damit ich euch dann auch Lauflänge und sowas verraten kann. Und ja, ihr häkelt dann, weil das wäre jetzt ein Häkel-Mystery. Wir könnten das auch noch mal mit Stricken machen, später dann. Jetzt aber erstmal dachte ich an ein Häkel-Mystery. Und ihr werdet dann regelmäßig Videos bekommen, kleine kurze Videos, wo ihr dann danach häkeln könnt. Und am Ende haben wir dann eine Kleinigkeit raus. Als kleinen Tipp, ich habe da an etwas gedacht, was jeder gebrauchen kann, was man eigentlich auch immer gebrauchen kann und was für Dekozwecke ganz gut ist. Also etwas Nützliches und trotzdem Dekoration. Weiß nicht, ob ihr daran Interesse habt. Könnt ihr mich ja mal in den Kommentaren wissen lassen, ob euch sowas interessiert oder nicht oder wie oder was. Wenn euch sowas interessiert, können wir das gerne machen, dann bereite ich das weiter vor. Im Moment habe ich hier den Grobentwurf. Hier drin steckt unser Mystery. Und wenn ihr wollt, dann nehme ich die kurzen Videos auf und dann starten wir damit. Und so ziehen wir uns dann schön gemütlich über den Sommer und haben dann was, wenn es draußen wieder eklig nass und kalt wird. Bin ja mal gespannt, ob ihr da drauf Lust habt. Weil, naja, das Jahresprojekt, das sollte eigentlich so eine Art Wetterdecke werden mit Blümchen. Also sprich, wir machen da keine Reihen nach Temperatur, sondern jede Temperatur bekommt ein kleines Blümchen. Und die hätte man dann, ja gut, es wäre jede Menge Näharbeit gewesen, aber die hätte man dann schön als Blümchendecke machen können. Ja, war halt nicht für dieses Jahr. Nicht, vielleicht dann für nächstes Jahr, wenn ihr darauf Lust habt. Aber für dieses Jahr dachte ich jetzt so an das Mystery. Könnt ihr mir ja mal Bescheid geben, ob ihr daran Interesse habt. Oder ob nicht, oder wie, oder was. Übrigens, so groß ist das Rosenrot schon. Ups, jetzt hat die Kamera aber schief gemacht. Ich habe das gestern angefangen. So sieht sie jetzt aus. Mein kleines Rosenrot. Hier sieht man auch den Rand ganz toll.
da. Dass sich das hier oben so ein bisschen einwellt, ist normal. Das behebt man hinterher. Also lasst euch davon bitte nicht stören. Nö, das habe ich gestern so auf die Schnelle ein bisschen gemacht. Unser geliebtes Rosenrot. Weil das hatte ja den Umzug nicht überstanden. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt muss es natürlich noch rein. Weil was ist denn eine Bärentatze ohne Rosenrot? Die Wolle für Schneeweißchen habe ich hier auch schon liegen. Ich weiß nicht, ob ihr euch die mal angucken wollt. Moment, ich hole sie mal. Ja, das wird dann die Wolle für Schneeweißchen. Da haben wir eine wunderbare, wirklich sehr weiche Wolle mit goldenen Pailletten. Ich denke mir, das passt ganz gut zu Schneeweißchen. Und das wird dann der Falke, da sind wir dann mit silbernen Pailletten. Beide Garne sind von der Himalaya Pinapulu Space. Nur falls ihr dann daran auch Interesse habt. Schneeweißchen und der Falke wird gehäkelt. Bärentatze und Rosenrot wird gestrickt. Die Bärentatze haben wir ja schon. Rosenrot mache ich ja hier gerade. Und die beiden werden gestrickt. Und die anderen beiden werden gehäkelt. Ich habe dafür Schneeweißchen auch schon eine ganz tolle Idee. Muss ich nur mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn ja, dann haben wir da dann ein wunderschönes Schneeweißchen. Und natürlich dann der Falke und das beides in Pailletten. Oder mit Pailletten. Einmal mit Gold, einmal mit Silber. So, dann fehlt uns noch aus der Reihe Märchentücher. Die Frau Holle haben wir schon. Die Goldmarie und die Pechmarie. Die Pechmarie wird gerade vom Minischäfchen designt. Die überlegt sich da gerade das Muster für und auch wie wir es machen und so. Aber die Pechmarie wird natürlich auch wieder nach dem Charakter ein recht faules Tuch. Also ein, ja, nicht so abwechslungsreiches Tuch. Weil es ist halt die Pechmarie, gell? Das ist halt vom Märchen her eine sehr faule Persönlichkeit. Und dementsprechend wird halt auch das Tuch dann. Na, und die Goldmarie, naja, die wird halt ein bisschen aufwendiger, weil die Goldmarie war ja ein bisschen, ne, fleißig und ihr kennt das Märchen ja. So, das steht jetzt auch noch auf dem Plan. Also ich mache jetzt hier gerade Rosenrot, danach den Schneeweißchen, ja genau, Schneeweißchen und den Falken. Die Pechmarie wird vom Minischäfchen gerade designt. Und die Goldmarie, ich denke mal, da sitzen wir dann beide drüber, weil mit der Dame habe ich so einiges vor. Mal schauen, ob das dann auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. Lives wird es jetzt erstmal noch nicht geben. Ich weiß, wir hatten immer Samstagabends das Live zusammen. Aber das werde ich noch nicht machen, aus gewissen Umständen und Gründen. Alteingesessene von euch wissen, warum, wieso, weshalb. Und die lasse ich mal noch weg. 1, 2, 3, 4, eine noch. So, dann haben wir, Moment, verdoppeln. So, dann hatte ich euch ja das Video gezeigt, wo ich euch gesagt habe, was in der nächsten Zeit auf uns zukommt. Da ich das Video jetzt gleich noch schneide, also sprich, das kommt dann heute auch noch rein, kann ich euch auch sagen, was wann kommt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz blättern. Heute ist der 22. So, morgen kommt der letzte Teil der Gardine. Dann haben wir die auch fertig.
Gott sei Dank und entschuldigt nochmal, dass das so gedauert hat. Aber morgen ist er dann fertig. Am Montag kommt dann der bunte Tischläufer, der mit den Herzchen. Ihr hört mich wieder blättern, gell? Wenn ich es schaffe, am Mittwoch das Rosenrot, das garantiere ich euch aber noch nicht, aber wie gesagt, wenn ich es schaffe. Am Freitag kommt dann die rosane Socke. Das ist in der Größe 26, 27, passt aber auch noch eine 28. So, dann am Montag kommt der eine Pullover. Das ist der Carmen-Pullover. Das ist für die Größe 46, 48. Das wäre dann, Moment, dieser. Das ist dann für die Größe 46, 48. Passt aber auch nach 50, 52. Ist zwar da nicht so weitläufig und nicht so leger, sondern liegt mehr an, aber man passt auch mit der 50-52 da hinein. Am Freitag kommt ein Video, wie soll ich sagen, mich hat die Springwolle ein bisschen überrannt. Ich war shoppen und zwar haben wir da Sockenwolle, wir haben alle möglichen andere Wolle. Wir haben Baumwolle dabei und eine ganz tolle Springwolle. Die ist mal nicht so günstig, wie ihr von mir normalerweise kennt. Aber wenn ihr die seht, versteht ihr, warum ich die mitnehmen musste. Und natürlich noch so ein paar andere Kleinigkeiten. So, den Montag da drauf, da sind wir schon beim 10.5., habe ich den Pullover Sophia, das ist dieser braun gestreifte Pullover. Der ist auch in der 46, 48, passt aber auch der 50, 52 mit einem ganz zarten kleinen Rollkragen. Aber wirklich nur ein ganz zarter kleiner Rollkragen. Dazwischen versuche ich immer die Tücher mit reinzupacken. Die Tücher habe ich jetzt hier noch nicht geplant, weil sie sind ja noch nicht fertig. Hier liegt ja noch Schneeweißchen und hier liegt noch der Falke. Das muss ich gucken. Ich weiß nicht, A, wie geht das mit den Lockdowns weiter? B, wann machen die Kitas zu? Die Schulen sind kein Thema, aber wann machen die Kitas zu? Und da muss ich gucken, ob ich das dazwischen dann für mittwochs immer reinkriege oder nicht. Im Moment ist geplant montags und freitags ein Video. So habe ich es jetzt hier gerade eingeklebt in mein großes, schlaues Buch. Und ich versuche dann, diese ganzen Sachen, die uns ja noch fehlen, dann für mittwochs immer reinzukriegen. Kann ich euch aber, wie gesagt, nicht versprechen, weil ich nicht weiß, wann machen die Kitas zu, wie machen die Kitas zu, wie lange machen die Kitas zu und. Also man weiß ja nicht, wie es weitergeht, gell? Deswegen habe ich das jetzt so geplant. So, am 14.05. kommt dann der zweite Teil von, was ich alles gekauft habe, weil ich hatte eine recht große Shoppingtour von knapp 200 Euro. Da habe ich böse Geld auf den Kopf gehauen. Da habt ihr ganz dabei ganz viel Sockenwolle und eine Wolle in einem ganz tollen Senfgelb, so eine richtige schöne Kuschelwolle. Daraus möchte ich einen Kissenbezug machen. Wartet, ich hole sie euch mal. Hier, das ist das Senfgelb, ein ganz, ganz tolles Kuschelding von Gründel die Koala. Ganz, ganz kuschelweich, richtig schön. Daraus wollte ich einen Kissenbezug machen, davon habe ich mir gleich drei Stück geholt. Aber die zeige ich euch dann genauer, wenn wir dann da in dem Video drin sind. So, und dann den Montag danach, ja, ich habe jetzt mein schlaues Buch mal hierher gelegt, habe ich Stricken mit zwei Farben. Da stricken wir mit zwei Fäden gleichzeitig zwei verschiedene Farben. Da möchte ich auch ein bisschen was draus machen, weil das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich habe es jetzt mal hochgezupft. Sieht dann so aus.
Also es ist auch eine sehr interessante, angenehme, schöne Geschichte. Das hier wird ein kleiner, eine Schlüsselanhänger, kann man sagen. Da habe ich das andere jetzt hier griffbereit. Ach hier. Hier, das ist zum Beispiel so ein kleiner Schlüsselanhänger. Da habe ich hier kleine Schüchen drauf gemacht als Knöpfe. Das ist so eine ganz kleine Tasche. Fand ich jetzt auch total niedlich. Hier kann man ein bisschen was reinmachen. Habe ich jetzt hier einmal den geraden Rand gemacht. Die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, die bekommt so einen dreieckigen Rand, wo wir hier unten nur ein Knöpfchen haben. Die mache ich für euch gerade auch fertig. Die kommt dann, denke ich mal, den Freitag danach. Das wäre dann der... Moment, das wäre dann der 21.05. Da soll dann dieses kleine Täschchen kommen und ich möchte dann auch noch, weil das ein sehr dichtes immer ist, hier schaut mal, wie dicht das hier alles ist, auch wenn man es mal breit zieht. Da hatte ich mir gedacht, da sieht bestimmt auch ein Tuch oder ein Schal für den Winter ganz toll aus. Das will ich dann auf jeden Fall auch noch mit euch machen. Klar, wir haben dann erstmal Sommer. Aber der nächste Winter kommt bestimmt. Ja, so sieht es so aus. So. Denke mir, das sieht ganz toll als Schal aus. Oder vielleicht auch als Mütze. Müssen wir mal schauen. So, dazwischen dann versuche ich immer die Märchentücher reinzukriegen. Wie ihr seht, hier ist gerade die Rosenrot immer noch in Bearbeitung. Na, ein paar Tage noch, dann sind wir wieder da, wo wir hingehören. So, jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal, was so auf euch zukommt. Aber ich denke mal, da sind schon einige schöne Sachen für euch dabei. Und ich bin mal gespannt, ob ihr bei dem ersten Kaufvideo, die Wolle ist im ersten Kaufvideo drin, rauskriegt, welche Wolle, klar, ich sage es natürlich auch in dem Video, aber vielleicht seht ihr es schon. Vielleicht seht ihr es schon auf den ersten Blick und sagt, ach ja, das war die Wolle, von der sie jetzt am 22.04., ja, 22. ist heute, gesprochen hat. Die Wolle, die unbedingt mit Muster. Ich denke mal, ihr erkennt die bestimmt sofort. Garantiert. So wie ich die in die Kamera zottle, so erkennt ihr die. 100 Pro. So, meine Lieben, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr Lust habt auf das kleine Mystery, ob ihr da mitmachen wollt oder ob nicht. Lasst mich das mal in den Kommentaren wissen. Das wäre nämlich mal wirklich ganz interessant. Weil wenn nämlich keiner mitmachen will, dann brauche ich auch die Kurzvideos nicht zu drehen. Deswegen, ihr lasst mich das einfach mal in den Kommentaren wissen. Und auch, ob wir hinterher wieder, ob ihr wieder Fotos einschicken wollt. Und ich mache wieder so ein Gemeinschaftsvideo. Diesmal werden aber Fotos, ich sage es gleich von vornherein, nur über Facebook, Instagram und über eine E-Mail-Adresse, die ich speziell dafür anlege. Ich werde meine neue private E-Mail-Adresse nicht mehr herausgeben. Ich lege speziell für dieses Mystery eine E-Mail-Adresse an und auf die könnt ihr eure Fotos senden. Wenn sie ab und zu klackert, ist es das Seil, was gerade ans Mikro stößt. Oder halt per Facebook oder Instagram. Ich gebe definitiv nicht mehr meine neue private E-Mail raus.
So, ihr lasst mich mal wissen, ob ihr mitmacht. Wäre natürlich schön, wenn da viele mitmachen. Na, ich denke mir, das wird schon ganz lustig. Und ich bin auch mal gespannt, wenn wir das Mystery dann anfangen, wer von euch das als erstes errät. Was es wird? Bin ich echt mal gespannt. Das Jahresprojekt, wie gesagt, ist jetzt erstmal auf nächstes Jahr vertagt, weil das Jahr ist ja jetzt schon gut fortgeschritten und so machen wir kein Jahresprojekt. Weil das muss auch ordentlich vorbereitet sein und. Nee, das machen wir jetzt so nicht. Gell, ihr sagt mir Bescheid, was ihr von dem Mystery haltet. Jetzt wisst ihr auch, wann, was, wie kommt. Danke übrigens, dass so viele in den Shop gestern reingeschaut haben. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Ein paar haben auch gleich ein Abo im Shop dagelassen. Das ist natürlich ganz praktisch, weil ich mache in den Shop auch Anleitungen rein, die ihr jetzt nicht bei YouTube bekommt. Ihr kriegt natürlich hier bei YouTube weiterhin wie gewohnt eure taufrischen Anleitungen und das alles selbstverständlich. Aber da kommen zum Beispiel auch Sachen rein, die ihr jetzt bei YouTube nicht habt oder nicht bekommt. So sitze ich zum Beispiel gerade, ich weiß nicht, ob euch das interessiert, wartet, ich zeige es euch gleich mal, noch schnell die Hand fertig. Gut, das kennt ihr auch, gell? Noch 5 Maschen Schatz. Moment. Noch 4 Maschen Schatz. 3, 2, 1, fertig. So, das hier zum Beispiel, das ist gerade was, wo ich bei Crazy Farm noch dran arbeite. Das wird so ein riesengroßer Schmetterling. Hier sind dann so die Flügelchen. Das arbeite ich mit der Alice Diva. Das wird mehr wie ein Tischläufer, eher so wie eine große Tischdecke. So, jetzt habe ich ein kleines bisschen den Faden verloren, weil mein lieber Göttergatte kam gerade mit dem Einkauf rein. So, wo waren wir jetzt? Also, ich hatte über das Mystery gesprochen und über das Jahresprojekt. Dann hatten wir über Rosenrot und wann was kommt. Schneeweißchen hat man, den Falken hat man. Okay, das hat man alles. Ach ja, und das zwei Farbenstricken hat man. Was jetzt mit dem letzten halben Jahr war. Da machen wir es einfach so, ihr Lieben. Ihr fragt nichts, ich sag nichts. Das letzte halbe Jahr war aufregend, abenteuerlich, aber auch sehr lehrreich. Ich habe da ganz viel mitgenommen. Wirklich ganz, ganz viel. Leider auch menschliche Abgründe. Ich nenne wieder keinen Namen. Ihr kennt das ja bei mir, gell? Das mag ich nicht. Aber ich hatte da zum Beispiel auch den Fall, man kümmert sich ein Jahr lang um jemanden und kaum hat man selber was, wird man von denjenigen aber mit Absatzschuhen so dermaßen in den Pops getreten, dass es echt weh tut. Nach der Sache, da ich war 2-3 Tage, ich war wirklich so vor den Kopf gestoßen. Ich habe nur noch den Kopf geschüttelt. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Das war einfach nur, es war erschütternd. So, eine neue WhatsApp-Gruppe wird es nicht geben. Das sage ich auch von hier aus, das mache ich nicht nochmal. Ich bin in einer Gruppe von einer sehr guten Bekannten, die ich jetzt schon mittlerweile seit 3,5 Jahre kenne. Eine sehr gute Freundin mittlerweile auch schon, also es ist mehr als eine Bekannte, es ist eine Freundin. Und sie wäscht mir auch regelmäßig verbal den Kopf und genau das brauche ich ab und zu auch. Weil ich bin so ein Mensch, ich sage selten Nein. Und da kann ich sie ganz gut gebrauchen. Als kleiner Kopf wieder gerade Rücker.
Herz und Kuss gehen an dich raus, Süßer. Ich weiß nicht, ob du das Video siehst, aber falls ja, ein dickes, fettes Knuddel in deine Richtung. So, also WhatsApp-Gruppe gibt's nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Weil auch in dieser WhatsApp-Gruppe, ich habe da menschliche Abgründe kennengelernt. Da dachte ich eigentlich, das kann so nicht sein. Am Anfang war alles Friede, Freude, Eierkuchen und dann irgendwann entwickelte sich das in Richtungen und in Sphären. Das hat einfach, ist, nee. N-n. Und zu dem Zeitpunkt, wo sich das da in diese Richtungen entwickelt hatte, hatte ich dann auch schon mit meinem Spaß zu tun. Und habe das dann nicht richtig mitgekriegt und dann sind da Leute zum Opfer gefallen, die nicht hätten zum Opfer fallen müssen und ich hätte da viel früher einen Haken reinsetzen müssen. Aber okay, das steht jetzt auch auf einem anderen Blatt, das ist jetzt Schnee von gestern. Ich habe mich bei den Leuten, die es betroffen hat, entschuldigt und ich habe die Entschuldigung Silvester auch ernst gemeint. Ja, das habe ich noch im alten Jahr gemacht. Im alten Jahr habe ich die Gruppe aufgelöst und ich habe mich dann auch noch im alten Jahr bei den Leuten, die es betroffen hat, aufrichtig entschuldigt. Und die Entschuldigung habe ich auch so gemeint. Aber ich habe die Lehre draus gezogen. Es wird definitiv keine WhatsApp-Gruppe geben. Es wird auch so keine Hilfen mehr über WhatsApp geben oder so. Das mache ich nicht mehr. Also übers Handy mache ich nicht mehr. Da bin ich jetzt auch, ich sage jetzt mal, kuriert. Es war ein Versuch, es war ein Experiment. Ich hatte gedacht, man kann so vielleicht untereinander, dass ihr euch untereinander ein bisschen vernetzt und euch ein bisschen helft. So war es geplant, so war es gedacht. Gelaufen ist es dann ganz anders. Und deswegen mache ich das nicht mehr. Wieder eine Lektion gelernt. Naja, das heißt, ist ja wirklich so, gell? Man kann alt werden wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu. So alt wie eine Kuh bin ich noch, ausgelernt habe ich noch nicht. Oder alt wie eine Kuh bin ich schon, ausgelernt habe ich noch nicht. Ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viel dazugelernt. So, aber da wisst ihr schon mal Bescheid. Also eine neue WhatsApp-Gruppe, definitiv nein. Meine Handynummer auch nicht. Ich habe hier schon eine andere Karte liegen. Ich werde die Handynummer dann auch bald austauschen, dass die dann auch weg ist. Tut mir leid natürlich für die Leute, ne, wo es alles schön und super gelaufen ist und alles toll. Aber Gleichberechtigung für alle. In der Gruppe meiner Freundin bleibe ich natürlich drin. Aber nur als Privatperson. Ich denke mal, das kriegen sie auch schon mit, weil ich poste kaum noch was. Und wenn, dann gibt es zum Beispiel Bilder, wie die Kartoffeln wachsen, weil ich habe jetzt Kartoffeln gepflanzt. Und da gibt es dann wöchentlich ein Update, wie die Kartoffeln so wachsen und wie das so alles läuft. Bilder von den Kindern mache ich auch keine mehr ins Internet. Auch nicht mehr in den Community-Bereich. Ich weiß, ihr habt alle mitgefiebert, wo ich mit dem kleinen Schnuffelbär schwanger war. Ihr habt mitgefiebert, wo es hieß, es wird ein Kaiserschnitt und dann doch nicht. Und ich weiß, ihr habt da alle mitgefiebert. Aber auch diese Lektion musste ich lernen. Und es wird keine Bilder mehr im Internet von den Kindern geben. Wen ihr wiedersehen werdet, irgendwann, wenn mal wieder dann mal live sind, wird, denke ich mal, das Minischäfchen sein. Am Anfang nicht, weil am Anfang wird das Minischäfchen dann ein Admin sein.
um den Chat sauber zu halten. Genauso habe ich dann auch noch einen anderen Admin sitzen. Also insgesamt habe ich dann 3 Admins sitzen, damit wir den Chat sauber halten. Und sobald ich dann noch einen neuen Admin gefunden habe, wo ich sage, jo, der kann den Job übernehmen, kommt auch das Minischäfchen bestimmt wieder mit in die Lives. Das muss sie aber selber entscheiden. Das ist ihre Entscheidung, genau wie beim ersten Mal. Die Entscheidung hat sie auch selber getroffen und die wird sie jetzt auch wieder selber treffen. Vermisst hat sie euch auch alle ganz dolle, ganz, ganz dolle. Also wir haben regelmäßig und viel über euch gesprochen und sie hat euch wirklich auch ganz, ganz dolle vermisst. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht, mit euch da samstags zu quatschen und ein bisschen Spaß zu haben und mit Mama über Farben zu streiten. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und wie gesagt, vermisst hat sie euch auch ganz dolle. Wir haben eure Kommentare das ganze halbe Jahr immer gelesen. Sobald der Kommentar reingekommen ist, haben wir ihn gelesen. Wir hatten so oft Gänsehaut, so oft Tränen in den Augen, weil ihr einfach, ihr seid so zuckersüß gewesen das ganze halbe Jahr. Ihr glaubt auch gar nicht, wie viel Kraft ihr uns gegeben habt. Das war wirklich, das war Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. Anders kann man es gar nicht sagen. Naja, aber jetzt haben wir uns wieder. Wir machen da jetzt einfach einen Haken dran. Wir haben uns wieder. Irgendwann kommen auch samstags abends die Lives wieder. Im Moment noch nicht. Weil im Moment haben wir noch mit den Vorbereitungen zu tun. Ihr habt ja gerade den großen Schmetterling gesehen für Crazy Partners. Und die ganzen anderen Sachen, die wir hier haben. Die Große sitzt zum Beispiel gerade an einer Babydecke dran. Die wir dann auch da reinpacken wollen. Aber ich denke mal, die Babydecke, die veröffentlichen wir auf beiden Kanälen. Das heißt dann hier und auch auf Crazy Partners. Falls dann da noch jemand die schriftliche Anleitung haben möchte. So, ich will euch jetzt auch nicht unnütze die Ohren zu quatschen. Ihr wisst Bescheid, sagt mir mal Bescheid wegen der Mystery. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich wieder bei euch bin, dass wir wieder weitermachen dürfen. Dass wir unsere ganzen Pläne umsetzen können. Ach übrigens, eins muss ich noch loswerden. Und zwar muss ich mich bei euch entschuldigen. Und zwar ganz, ganz dolle. Ich war eine absolute Holzbrezel. Muss ich echt sagen. Ich habe mir von euch ständig Sachen geben lassen. Was könnten wir machen? Erinnert ihr euch? 1, 2, 3, 4. Ah, da wird gerade einer munter. Okay, wir machen es kurz und schmerzlos. Also, bevor der kleine Schatz richtig aufwacht. Ich hab mir von euch immer sagen lassen, was können wir machen? Und habe aufgeschrieben. Listenweise habe ich aufgeschrieben. Ja, und umgesetzt haben wir davon absolut nur ein Stückchen. Und dafür muss ich mich bei euch wirklich aufrichtig entschuldigen. Und das ist nicht so dahergesagt, das ist auch so gemeint. Die Listen habe ich auch noch. Ich habe die ganzen Listen noch da. Ich habe mir die jetzt über das halbe Jahr feinsäuberlich in den Rechner notiert. Jetzt werde ich mir die ausdrucken. Und ich denke mal, ich werde die Wunschbox wieder einführen. Und zwar gehen da dann alle Punkte von der Liste, von diesen ganzen Listen rein. Das heißt vom alten Kanal und auch von dem jetzigen Kanal gehen alle Punkte da rein. Ich ziehe mir einen Punkt, der wird abgehäkelt oder abgestrickt. Und dann wird das veröffentlicht. Ich lasse euch dann immer im Community-Tab wissen, was es gerade ist, was gerade gezogen worden ist.
Und dementsprechend wird das dann abgehäkelt und abgestrickt. Allerdings kann ich euch nicht versprechen, dass das jede Woche ist, weil da sind manche Sachen dabei, die sind recht umständlich. Da sitze ich bestimmt so 2, 3 Wochen dran. Dann sind Sachen dabei, die gehen ganz, ganz einfach und ganz, ganz schnell. Und wie gesagt, ich kann euch nicht versprechen, dass das jede Woche wird, so wie wir es früher mal hatten. Da hatten wir jeden Freitag die Wunschbox und das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Weil jetzt der neue Lockdown, die neue politische Lage und das alles. Ich weiß nicht, wie lange es alles noch aufhat. Und wie gesagt, unterschiedlich viel Arbeit pro Punkt. Aber wir arbeiten jetzt alle Dinger ab. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass ich euch da die ganze Zeit so ein bisschen auch enttäuscht habe. Weil ich schreibe mir das ganze Zeug auf. Ihr denkt, oh ja, geil, jetzt wird das gemacht. Und dann kommt es einfach nicht. Es tut mir wirklich leid, dass das so gelaufen ist. Wir arbeiten das jetzt alles ab und ich werde das auch so nicht mehr machen, dass ich dann mir das alles aufschreibe und dann kommen dann meine Sachen dazwischen und dann, nee, das machen wir nicht mehr. Wir gucken dann, wie wir es machen, ob wir das dann so beibehalten, dass dann neue Wünsche auch in diese Wunschbox reinfliegen und peu à peu wird die dann immer mal abgearbeitet, das könnt ihr mir ja auch mal sagen. Aber wie gesagt, keine festen veröffentlicht Zeitpunkte für die Wunschbox-Videos. Weil das eine ist mal so, das andere ist mal so. Und das machen wir nicht. Weil sonst komme ich da auch wieder unter Zeitdruck. So ist ja das alles auch entstanden. Wir hatten ja die Wunschbox mal und dann kam das unter Zeitdruck, weil immer freitags musste das Video kommen und da wurde freitags neu gezogen und machen wir nicht mehr. Also das machen wir auch nicht mehr mit festen Zeiten für die Wunschbox jetzt. Ihr kriegt natürlich eure normalen Videos regelmäßig weiter, ist klar. Aber für dieses ganze Listengeschreibe und dann nicht abgearbeitet, ich muss mich dafür einfach für euch entschuldigen. Es geht nicht anders. Ich muss mich da euch einfach entschuldigen. Ich war da so eine Holzbrezel. Ich hoffe, ihr nehmt die Entschuldigung an. Ich weiß, viele Wünsche davon werden jetzt eigentlich nicht mehr gebraucht. Weil viele Wünsche davon sind schon, ja, über ein Jahr alt. Überlegt euch das mal. Über ein Jahr habe ich die Listen teilweise hier schon liegen. 1,5 Jahre sogar. Und habe es einfach nicht abgearbeitet. Nee, und das geht so nicht. Wenn ich das mit euch mache, dass ich mir sage, Mensch Leute, was können wir machen? Und ihr haut mir die Ideen da rein. Und ich schreibe es mir auf und ihr freut euch und dann kommt es einfach nicht. Nee, das machen wir nicht. Wir machen das jetzt so, ich suche mir eine Box. Das mache ich gleich heute noch. Drucke die Liste aus. Schneide alles in kleine Streifen. Und dann kommt das da rein. Und wenn ich losgezogen habe, sage ich euch das in der Community. Also schaut da einfach ab und zu bitte in den Community-Button. Da kommt regelmäßig was Neues rein. Und dann arbeite ich das ab. Und erst wenn das abgearbeitet ist, wird das nächste losgezogen. Also es wird auch wieder eine Weile dauern, bis die ganzen Listen abgearbeitet sind, weil wir reden hier wirklich von so vielen Punkten, die sich da jetzt in der Zeit angesammelt haben. Und das muss alles erst einmal bewältigt werden. Aber das kriegen wir dann auch wunderbar hin. Ich hoffe, ihr nehmt meine Entschuldigung an, weil es war blöd von mir. Ich hätte das so nicht machen dürfen. Nee, das war total bescheuert. Seid so gut, nehmt die Entschuldigung an. Ich arbeite das jetzt stückchenweise ab. Solltet ihr Wünsche haben, was ihr haben wollt, rechnet bitte nicht damit in naher Zukunft. Ihr könnt sie mir gern schreiben, am besten auch in den Community-Tab. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ob ich da einen Kommentar oben anpinne, hier könnt ihr eure Wünsche eintragen oder so. Obwohl, ich glaube, das wäre sogar das Beste. Wir pinnen ganz oben ein Feld an,
wo ihr dann unten drunter in den Community-Bereich, also in diesen Antwortbereich, dann Wünsche reinschreiben könnt. Und die werden da, gehen dann einfach mit in diese Wunschbox und so wie sie gezogen werden, so werden sie abgearbeitet. Also ich habe jetzt hier erstmal ganz viele Punkte von den letzten zwei Jährchen, anderthalb, zwei Jährchen. Viele, viele Listen. Ich muss auch noch mal gucken gehen, dass ich keinen Zettel vergessen habe. Ihr nehmt hoffentlich die Entschuldigung an. Ja, und dann würde ich sagen, auf einen guten Neustart. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder da seid. Dass wir wieder alle zusammen sind. Ich freue mich da mega drüber. So, meine Lieben, jetzt habe ich euch, glaube ich, bestimmt schon eine halbe Stunde die Ohren zugequatscht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Input auf einmal, zu viel Durcheinander, aber mir fliegen gerade so die Gedanken durch den Kopf. Es ist echt schwierig, den Faden zu behalten. Weil auch für mich ist das jetzt hier gerade wieder echt eine neue Situation nach der halben Jahrpause. Man merkt das wirklich ganz, ganz dolle. So, jetzt aber. Ich habe jetzt schon dreimal zum Tschüss-Sagen angesetzt. Jetzt machen wir es kurz und schmerzlos. Ich stricke mein Rosenrot weiter. Danach suche ich mir dann die Box raus, packe da eure Wünsche rein. Und dann müssen wir mal gucken, vielleicht ziehen wir am Samstag dann schon das erste los. Ich hoffe, ich finde eine Box. Aber ich hoffe, daran scheitert es jetzt auch nicht. Und das kriegen wir hin. Okay, ich gucke mal, dass wir am Samstag das erste losziehen und das wird dann abgearbeitet. Ich kann euch aber noch nicht verraten, wann das Video kommt. Das kann ich euch beim besten Willen noch nicht sagen, wenn es fertig ist. Machen es einfach so, wann kommt das Video? Ja, wenn es fertig ist. Tut mir leid, aber ist so. Weil Kinder zu Hause, ne, und, Kita zu, Kita auf, keine Ahnung. Dann ja noch, der Crazy Partners Shop will noch weiter gefüllt werden. Das wollen wir jetzt auch nicht vernachlässigen. Da soll auch noch mehr rein. Und, also, wann es fertig ist. So, meine Lieben, ich glaube, jetzt sind wir schon auf 40 Minuten. Ah, ich kann nicht langsam fassen. Okay, ich mache es jetzt kurz und schmerzlos. Ich sage jetzt Tschüss. Wir sehen uns dann, ja, morgen bei der Gardine. Und wenn ihr wollt, am Samstag im Community-Button bei der ersten Losziehung. Also dann, ciao!